haben noch 50 Meter bis zur Startmarke und das Rennen läuft. Fehler von Imeri seit leicht zu Beginn. Fehler auch von Lady Malibu in der Anfangsphase des Rennens. Und beim Kampf um die Führung. 2 Rot, die 2 Rot. Zu behaupten. Währenddessen hier Imeresa disqualifiziert worden ist. Nach der Startgaloppade Farmer an der Spitze, jetzt in diesem Moment abgelöst von Salt and Pepper Diamant. Und ganz an der Außenseite ist jetzt auch weiter auf dem Vormarsch, beziehungsweise abgelöst wurde er von Alara Express. Und außen ist jetzt Salt and Pepper Diamant auf dem Vormarsch. Übernimmt das Kommando Flavius Boko. Außen rauscht jetzt ebenfalls heran, bis an die dritte Position vor. Und die Pferde sind bereits im Hospitalbogen mit Salt and Pepper Diamant an der Spitze. Außen Flavius Boko ist gleichgezogen, fast gleichgezogen, macht jetzt einen Fehler und springt sich damit um alle Möglichkeiten. Zweite Position jetzt frei geworden. 7 Rot, 7. Pettiqueur und dahinter dann El Amigo in der 5. Position, währenddessen Flavius Boko nach der Galoppade disqualifiziert worden ist. Und Tom Kreumann fährt sofort von der Bahn mit seinem Wallach. Ausgang des Bogens. Die Pferde Salt and Pepper Diamant weiter in vorn. Führt hier vor Alara Express das Feld an. Dritte Position außen für die etwas aufrückende Pettiqueur. An der Innenseite bleibt Farmer dabei und auch El Amigo an 5. und letzter Position mit direktem Anschluss. Eine Runde jetzt noch bis zum Ziel. Salt and Pepper Diamant außen Pettiqueur an der Innenseite Alara Express. Das sind die ersten 3, El Amigo und Farmer dann auf den weiteren Plätzen. Salt and Pepper Diamant. Dennis Minema mit der Führung vor innen Alara Express. Außen bleibt Pettiqueur dicht dabei in der 3. Position. Dann Farmer und dann El Amigo. Keine nennenswerten Veränderungen hier im Feld. Jetzt allerdings wird es vorne etwas flotter, denn Salt and Pepper Diamant erhöht hier etwas das Tempo kurz vor dem Schlussbogen. Alara Express innen versucht hier die 2. Position zu verteidigen. Das gelingt im Moment auch, währenddessen vorne die Post weiter abgeht. Salt and Pepper Diamant klar enteilt vom restlichen Pulk. Und das sind nur noch 4 Kandidaten, aber die werden sich hier nur noch um die Plätze bemühen. Die Frage nach dem Sieger, die sollte beantwortet sein. Salt and Pepper Diamant, aber sowas von überlegen an der Spitze hier, trudelt am Ende nur noch raus. Dahinter dann auf dem 2. Platz jetzt außen El Amigo vor Farmer. El Amigo 2., Farmer 3., Pettiqueur und Alara Express dann auf den weiteren Plätzen vor Lady Malibu.